Bundesrat Christoph Steiner, ich erteile ihm dieses. Danke, Frau Vizepräsidentin. Frau Ministerin, ich wollte eigentlich gleich zu Ihnen kommen, aber dadurch, dass jetzt vorher 3, 4 andere Redner vor mir gesprochen haben, verzeihen Sie, man muss jetzt erst auf diese replizieren. Herr Kollege Schennach, ich bin fast mit Mitschreiben nicht mitgekommen jetzt bei Ihrer Rede. Wenn man sich da rausstellt und andere Mitglieder des Bundesrates korrigieren will, und zwar wollten Sie den Herrn Kollegen Hübner korrigieren mit Zahlen, er hat von 2022 gesprochen und Sie kommen dann mit EU-Zahlen von 2021. Herr Kollege Schennach, dann geht sich Ihre Besserwisserei nicht aus. Dann stellen Sie sich daher und sagen, Sie müssen sich, also Sie werden Gott sei Dank dafür bezahlt, dass Sie sich diese rechtsradikalen Reden vom Herrn Ofner an oder rassistischen Reden vom Herrn Ofner anhören müssen. Herr Kollege Schennach, ich beobachte Sie oft. So oft wie Sie schlafen, müssen Sie nicht viel anhören da herinnen. Und für das kriegen Sie so viel Geld für Ihre Schlafstunden da im Sessele. Da kriegen Sie so viel Geld. Für das Verschlafen der halben Bundesratssitzung sind Sie, Herr Kollege Schennach, überbezahlt. Seien wir uns einmal ehrlich. Und dann jedes Mal. Ich muss noch einmal unterbrechen. Wisst ihr, bitte persönliche Angriffe. Jetzt kehren wir wieder zurück zu einer Disziplin, das ist furchtbar. Furchtbar ist Ihre Vorsitzführung, weil wenn ich über Schlafen rede und jemand uns andauernd die Nazikeule um mich haut und von Rechtsradikalen und Nazis spricht und ich rede vom Schlafen und da gibt es einen Zwischenruf von Ihnen, das ist schlimm, Frau Präsidentin, aber sonst nichts darinnen. Aber das ist halt Ihre parteiische Vorsitzführung. Aber lang habe ich gehört, müssen wir Sie eh nicht mehr erdulden. Gut, dann, Herr Kollege Schennach, stellen Sie sich in Ihrer Unverfrorenheit daher und reden über meine Erziehung. Ich lasse mir von Ihnen nicht auf das Grab meines verstorbenen Vaters nachspucken. Nicht von so einem Sozialisten, wie Sie sind. Merken Sie sich das. Und dann reden Sie von Menschlichkeit da herinnen. Ausgerechnet Sie reden von Menschlichkeit, wenn es um alle geht auf dieser Welt. Wenn es aber um unsere Jugendlichen und Kinder geht, um unsere Frauen geht, wie die Leonie, wie andere, die vergewaltigt worden sind, wie andere, die umgebracht werden, von ihren, die sie ins Land lassen, die sie herinnen haben wollen, für die sie gerade ein Plädoyer gehalten haben, für die ganzen Messerstecher und Vergewaltiger, da hört man von der sozialistisch-heuchlerischen Menschlichkeit kein Wort. Traurig, traurig. Traurig. Dann der Herr Kollege Köck, ich weiß ja gar nicht, jetzt ist er nicht mehr da. Zu dem passt ein bisschen der Spruch, ich mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Der stellt sie da her und sagt beinhart, beim Herbert Kickl hat es keine Zurückweisungen gegeben. Das kann jeder Österreicher nachgoogeln in der Statistik. Über 5000. Und beim Herrn Karner, zero, null in einem Jahr. Ganz einfach. Kann jeder nachgoogeln, der stellt sie da raus und redet am Blödsinn, nachweislich am Blödsinn. 1300 Anträge haben wir beim Herbert Kickl gehabt und 110.000 bei Karner. Und dann kann ich die Zahl nicht Herr Bundesrat Steiner, ich unterbreche doch noch einmal, ich habe auch beim Kollegen Schennach unterbrochen. Ich weiß, ein Ordnungsruf würde jetzt für Sie wohl ein Orden sein, aber ich ersuche noch einmal, bitte um einen Umgangston, der diesem Haus entspricht. Was war jetzt falsch? Sagen Sie was? Was habe ich jetzt gesprochen? Da müssen wir ja sagen was. Was ist das Problem? Blödheiten. Also Blödheiten sind Blödheiten. Die muss man halt einmal benennen, es tut mir leid. Niemand hat auf ein Grab hinabgespuckt und jetzt beginnen Sie, Ihre Worte so zu wählen, dass sie Sinn machen. Sie müssen mir die Zeit abschalten, wenn Sie reden, Frau Kollegin.
Ja, natürlich, wenn sie mir dauernd dazwischen redet, wird sie mir müssen die Zeit stoppen. Jetzt, ja, ist logisch. Dann noch zur Frau Kollegin Hauschild-Buschberger. Bei Ihnen hat nicht einmal mehr der eigene Koalitionspartner geklatscht und das haben sie früher schon gemacht. Also einmal der Bader, als er kurz aufgeschaut hat und das war's dann, mehr war es da bei Ihrer Rede nicht mehr gegeben. Das erübrigt sich auch von meiner Seite jeglicher Kommentar zu Ihrer Rede. So, jetzt tut es mir leid, jetzt komme ich eigentlich zu dem Thema, über das wir reden müssen. Es tut mir ja laut, Frau Ministerin, ich habe ja gehört, Sie oder der Herr Polaschek, jetzt weiß ich nicht, wer zum Opernball müsste, Sie nicht, der Herr Polaschek, ich weiß jetzt wirklich. Nein, ja, und ich entschuldige mich jetzt schon im Vorhinein. Es tut mir leid, dass in diesem Haus eine Demokratie stattfindet und ich finde das ein Skandal, dass hintenrum telefoniert wurde. Das ist, lasst es einmal zu, das geht auch um die SPÖ, um eure demokratische eingebrachte dringliche Anfrage. Jetzt schreien da einer die erste Reihe davor, immer ganz interessant. Ist wirklich hintenrum telefoniert worden von Ministerseite, ob wir nicht unsere Reden kürzen könnten, eine Redezeitbeschränkung machen könnten, weil der Herr Minister Polaschek sonst zu spät zum Opernball kommt. Ausgerechnet diese Regierung traut sich das mit einer Unverfrorenheit zu fragen, die mit dem Bundesrat ansonsten so umgeht, wie mit der Fußmatte vor irgendeiner Wohnungstür. So nicht, Frau Ministerin, das kann ich Ihnen sagen. Denn der Opernball wird auch ohne Herrn Polaschek und ohne Frau Edtstadler stattfinden können. Und wer weiß, vielleicht ist bei uns ja gar nicht so viel fader als wie am Opernball. Da ist relativ eng, da ist heiß, bei uns haben sie viel Platz zum Sitzen, da ist nicht so heiß und kosten dem Steuerzahler dann auch nicht so viel, wenn sie da drinnen sitzen. Nicht? So, dann geht es weiter, weil Sie alle sagen, der Herr Schennach war wieder so belehrend. Man kommt ja nicht nach Österreich, weil es einem da dann so gut geht. Bei 500 Euro Klimabonus fürs in die Luft schauen, wo man keinen einzigen Cent zahlen muss für eine Waschmaschine, für einen Kühlschrank, für Strom, für Gas, 500 Euro nachgeschmissen kriegen, ich glaube, das Land, zeigen Sie mir, das mehr Anreiz bietet als Österreich mit seinem Klimabonus für Asylanten. Das gibt es nicht, dieses Land. Das findet man auf der ganzen Welt nicht. Und jetzt stellt sich dann die Frau Ministerin daher heute und redet davon, dass wir einen Zaun bauen jetzt. Brüssel baut jetzt dann einen Zaun um Europa. Genau den Zaun, den Sie nie wollten, Frau Ministerin, den Sie immer verhindert haben. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Innenministerin Hanni Mikl-Leitner mit Werner Faymann wollte einen Zaun, eine Tür mit Seitenteilen bauen. So ist Ihr Zaun, Frau Ministerin. So schaut es aus. Es war halt, und das muss man dazu sagen, leider Gottes wirklich peinlich, weil die ÖVP macht immer dasselbe Spiel. In Niederösterreich haben es die Wähler aber durchschaut jetzt. Und glaubst du mir, das Niederösterreich ist kein einzelnes Phänomen, denn die ÖVP wurde jetzt durchschaut. Denn ihr habt immer dasselbe Spiel betrieben. Ob das in sozialen Fragen war, ob das in sicherheitspolitischen Fragen war, ob das in bildungspolitischen Fragen war, ihr habt immer, betreibt immer dasselbe Spiel. Und ich habe es nicht einmal daraus gelernt, weil Sie machen es ja jetzt wieder, Frau Ministerin. Sie stellen sich hin, reden in der Öffentlichkeit von Grenzen schließen, von Zurückweisungen, von geschlossenen Balkanrouten und machen in Brüssel genau das Gegenteil. Sie stellen sich hin in irgendeinem Bundesland in Österreich, wo Sie regieren und sagen, oh, aber die böse Bundesregierung, deshalb können wir das nicht machen. Wo die eigenen Leute aber in der Bundesregierung sitzen. Und in der Bundesregierung sitzt man sich hin und sagt, oh, die Bösen in Europa. Wo aber Ihre Partei ja an der Macht ist in Europa, mit Ihrer von der Leyen, die von niemandem gewählt wurde. Das ist Ihre Parteienfamilie, Frau Ministerin. Und das haben die Leute mittlerweile durchschaut. Das haben sie durchblickt. Weil man kann nicht erwarten, wenn man ihnen, das haben sie nicht durchschaut. Das haben die Wähler nicht durchschaut. Ja, darf ich dich, Frau Kollegin aus Niederösterreich, noch einmal an das Wahlergebnis in Niederösterreich erinnern? Ich glaube, das ist sehr wohl durchschaut vom Wähler, was diese ÖVP immer mit den Wählern aufgeführt hat in den letzten Jahren. Und dann redet der Minister Karner von seiner tollen Offensive
mit Marokko, diese Medienoffensive. Müssen Sie jetzt schreiben, dass Sie zu spät zum Opernball kommen oder was am Handy? Also wär schön, wenn Sie das Handy weglegen würden. Wäre wunderschön, wenn Sie zuhören würden. Wird der Opernball wird nicht warten auf Sie, aber er wird auch noch stattfinden, wenn Sie ein bisschen später da sind. Das ist doch unglaublich. Andauernd am Telefon, diese gute Dame, völlig ignorant, alles egal. Aber diese Ignoranz, Frau Edtstadler, wird Ihnen noch massivst auf den Kopf fallen. Das kann ich Ihnen versprechen. Weil ob Sie mir da zuhören oder nicht, ist mir völlig wurscht. Das ist mir völlig egal. Aber der Respekt wird es halt bieten gegenüber dem Bundesrat, nicht gegenüber mir, weil das ist mir egal. Zu seiner Online-Offensive vom Herrn Karner. Die hat satte und schreibe 260.000 Euro gekostet in Marokko. Und uns wurde versprochen von Herrn Karner bei der Präsentation, ihr werdet sehen, das hilft jetzt, das ist jetzt die Wunderwaffe, jetzt kommt niemand mehr aus Marokko. Jetzt schauen wir uns die Zahlen an. Es sind doppelt so viele wie im Vorjahr. Also es ist schon interessant, wie diese Online-Kampagne von Herrn Karner wirkt. Das war einmal interessant. Welche Agentur das da gemacht hat, nicht? Weil die Agentur, die darf ich einmal gern kennenlernen. Und Frau Edtstadler, ich muss ja ganz ehrlich sagen, es tut mir eigentlich, Sie tun mir nicht leid, weil Sie bleiben ja selber da sitzen in der Regierung. Nein, Sie tun mir nicht leid. Aber diese Regierung ist gescheitert, ist überfordert. In allen Belangen, wo sie zuständig sind, ist diese Regierung gescheitert. Sie sind überfordert, unfähig und leider Gottes, weil es wäre ja wunderschön, wenn wir eine ordentliche Regierung hätten, leider Gottes nicht ansatzweise in der Lage, für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung zu sorgen. Und das ist ja das Traurige. Wenn wir keine Probleme in dem Land hätten, dann bräuchten wir ja nicht drüber diskutieren, wenn alles gut wäre, wenn wir keine Scheinasylanten hätten, wenn wir keine Messerstecher hätten, wenn wir keine Vergewaltiger hätten, wenn alles freundliche junge Damen kommen würden, Mütter kommen würden, das wäre tadellos, dann braucht man nicht darüber diskutieren. Aber zu uns kommen junge, starke, potente Männer, die nicht wissen, wohin mit ihrer Potenz. Und das ist das Problem, in dem wir uns befinden, Frau Edtstadler. Und dann ist es natürlich scheinheilig. Dann brauchen wir es nicht aufdrehen, wenn der Herr Kollege sagt, das ist scheinheilig, so wie Sie Politik betreiben, und das ist scheinheilig, wenn man so über die Frauen spricht. Das stimmt schon. Wenn man wirklich in Österreich eine sichere Politik für Frauen haben will, dann braucht man endlich einmal Taten, Frau Ministerin. Nicht immer nur schöne Worte am Weltfrauentag, sondern diese Frauen haben von diesem Weltfrauentag nichts, wenn sie dann Angst haben müssen, in einer Schule in Kärnten vergewaltigt zu werden. Frau Kollegin von den Sozialisten, ist das lustig? Ist das lustig? Dann lachen Sie nicht. Frau Kollegin, dann lachen Sie nicht. Weil das ist ein junges Mädchen, der ihr Leben jetzt zerstört wurde. Dieses Leben wurde zerstört. Die wurde von ihren Migranten vergewaltigt. So schaut's aus. Und dann noch blöd lachen. Was haben wir denn überhaupt? Aber diese ÖVP betreibt es immer gleich. Immer gleich. Frei nach dem Motto der Tiroler Volkspartei, alles richtig gemacht. Aber die Menschen durchschauen sie, Gottlob, endlich. Das hat früher funktioniert, da hat es ja den Pass, die Wunderpasti gegeben, der die Balkanroute geschlossen hat und dann vergessen hat, den Schlüssel abzuziehen beim Türl. Das hat früher funktioniert, als er angeblich gesagt hat, er hätte das Asylproblem im Griff, und das hat früher funktioniert beim Basti, wo er behauptet hat, er sei eh nichts korrupt. Das ist übrigens der Basti, der Sie in die Regierungen geholt hat, also Ihr guter Freund. Aber seit dem Fall des großen Bastis gibt es ein Umdenken im Land und der Bürger hat es jetzt gecheckt. Und wenn Sie über europäische Lösungen sprechen, Frau Ministerin, dann sprechen wir nicht seit gestern über das, sondern seit über 20 Jahren. Und gibt es schon eine europäische Lösung? Nein, es gibt keine. Das heißt, dieser schwerfällige Apparat in Brüssel, diese Bürokraten, die da sitzen, die ja keine Ahnung haben vom Volk, die so weit weg sind von der Realität,
mit denen werden Sie in dieser Frage die nächsten 20 Jahre auch keine Lösung finden. Und dann muss man, wenn man das nicht selber machen will, in Kauf nehmen, dass solche Fälle wie in Kärnten, wie der Fall Leonie, weiterhin in Österreich passieren. Aber das kann ja nicht unser Anspruch sein, Frau Ministerin. Eben, unser Anspruch muss ja sein, dass solche Fälle genau nicht mehr passieren in Österreich. Das heißt, handeln wir hier in Österreich national endlich. National. Und man hat es einfach schon einmal bewiesen. Sie, Frau Minister, waren ja diejenige, die ja den eigenen Österreicher, der nicht geimpft war, ausweisen wollte. Also sprich, Sie haben ja gesagt, jetzt lachen Sie drüber. Ich glaube, es war nicht so lustig. Das Zitat ist belegt. Da haben Sie gesagt, jeder, der nicht geimpft ist, hält sich dann, wenn die Impfpflicht in Kraft ist, widerrechtlich in Österreich auf. Natürlich, so. Jetzt haben Sie bewiesen, dass Sie die österreichischen Staatsbürger abschieben wollen, nicht die nicht Geimpften. Funktioniert aber anscheinend nicht bei Asylwerbern. Da gibt es jetzt aber einen Fehler in Ihrem System, muss ich ganz ehrlich sagen. Einen nicht geimpften Österreicher schieben wir ab, einen nicht geimpften Asylanten, der darf da bleiben. Also das glaubt Ihnen kein Mensch mehr, Frau Ministerin. Wenn Sie österreichische Bürger wollen betiteln als nicht rechtens in Österreich lebend, dann ist aber jeder Asylwerber erst recht nicht rechtens in unserem Land. Und wenn man natürlich dann auch noch jedem dahergelaufenen, und das sage ich jetzt so wie es ist, 500 Euro in die Tasche steckt, dann wird es halt nicht besser. Und wenn man auch da das Motto verfolgt, koste es, was es wolle, dann gibt es halt irgendwann ein Problem. Und es ist nicht 5 vor 12, es ist schon 5 nach 12. Wenn es die ÖVP verstanden hat, sei es mir Gott recht. Nur ich glaube nicht, dass Sie mit Ihrem Koalitionspartner, mit diesen links-linken Träumern, ehrliche Asylpolitik für die Sicherheit der österreichischen Bevölkerung machen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da werden Sie andere Partner brauchen. Und die Freiheitliche Partei ist bereit, bei ordentlichen Vorschlägen mit Ihnen für die österreichische Sicherheit zu sorgen. Aber dann müssen Sie ordentliche Gesetzesanträge hier einbringen und vom koalitionsfreien Raum, ja lasst einmal zu, die schreien einer wie die 5 Hennen auf der Leiter, du die ganze Zeit. Vom koalitionsfreien Raum. Ihr müsst vom koalitionsfreien Raum Gebrauch machen, Frau Ministerin. Den haben Sie verhandelt, oder? In den Koalitionspakt. Machen Sie davon Gebrauch, reden Sie mit uns, können in einer Regierung mit den Grünen bleiben, das ist mir unbenommen, Sie picken eh fest. Aber zumindest in dieser Frage, wo man sich sicher ist, dass man muss für die österreichische Sicherheit, für die Bevölkerung was machen, sind die Grünen nicht Ihr Partner. Das werden Sie wohl selber wissen, Frau Ministerin. Da müssen Sie vom koalitionsfreien Raum dann Gebrauch machen. Und ich lege jedem Sozialromantiker, Willkommensklatscher, dieses Buch ans Herz. Denn da drinnen, liebe Sozialisten, steht, das Migrationsproblem über die Unvereinbarkeit von Sozialstaat und Masseneinwanderung. Und der Herr Rolf-Peter Sieferle schreibt da ein Zitat und das passt sehr gut. Ich darf kurz zitieren. Es wird irgendwann deutlich werden, dass eine Welt von No Borders, No Nations zugleich auch eine Welt von No Welfare sein muss. Was heißt das jetzt auf Deutsch? Wenn ich die Nationen abschaffe, wenn ich die Grenzen abschaffe, schaffe ich somit auch den Sozialstaat ab, weil er natürlich nicht mehr finanzierbar ist, liebe Kollegen von den Sozialisten. Und der Sozialstaat wird Ihnen doch wohl noch ein Anliegen sein. Hoffentlich, nicht? Ist er Ihnen ein Anliegen. Und es müsst koordiniert zwischenrufen, damit ich auch reagieren kann. Weil wenn einer reinruft, dann kann ich darauf reagieren. Aber wenn 6 zugleich wie auf so einer Händenleiter einer schreien, dann verstehe ich das nicht. Keine Chance. Dann kann ich nicht reagieren. Tut mir leid, liebe Kollegen von den Sozialisten. Das ist nicht möglich. Ja,
Der Herr Kollege Köck ist immer noch nicht da, er hat noch etwas zu sagen gehabt. Es ist ein bisschen schade, dass er kurz vor seiner Politpension noch so eine Lachnummer hier heraus abgeliefert hat. Danke. Zu Wort gemeldet,